Jo Leute und willkommen zurück zu Prince of Persia, Sand of Time. Im letzten Part haben wir erstmal Sand-Upgrade, Lebens-Upgrade und Dummheits-Upgrades bekommen. Und jetzt klettern wir hier hoch. Yay, Prince macht das schön zweihändig. Der ist Pro-Boss. Ja, wie ihr seht, es sind wieder schöne Gegner dabei. Und ich sag's nur so gern, in dieses Spiel sind Wände deine Freunde und Helfer. Nutze sie gegen die Gegner. Springe gegen sie, springe gegen deine Gegner. Schlitze sie auf, stech sie auf und was auch immer. Mir scheißegal, Hauptsache du machst sie platt. Weil so und dann... Rems! So, und dann bei diesen Gegnern macht man folgendes: Man läuft über sie. Autsch, 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 autsch. Und wer? Und wer? Nein, au, ah! Du da! Du da! Das Problem ist, dass er so ein winziger Gegner im Gegner im Weg ist. Und bevor ihr fragt, wieso halten der Spasti sich nicht? Ich bin Bossplayer. Halt, das ist was für Noobs. Nein. Ist wie beim MMO, brauchst dich nicht heilen. Das übernimmt alle der Healer. Das sieht doch hier gerade in einem MMO, oder? Yo, Prince. Prince of Persia. Back in der Turnverein. Yeah, yeah, huisch. Skipwusch. Hey, du da. Skipwusch. Und stirb. Yes. Und wisst ihr, was lustig ist? Vor dieser Stelle habe ich mich gefürchtet. Wie dumm ich doch bin. Ich finde es schön, dass wir jetzt 8 Sandbilder haben. Wir können 8-mal die Sand zurückdrehen. Und ich habe in diesem Kampf 0-mal die Sand zurückgedreht. Ihr werdet, ihr merkt also. Entschuldigung, hab ich nicht gebaut. Das ist immer besser. Ja, wir wollen speichern von. Ah, 2% mal wieder. What the fuck? Aus dem Brunnen. Gut. Passt. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So. Ja, wieso soll ich mich mittendrin halten, wenn ich mich am Schluss auch heilen kann? Die schlimmsten Gegner sind eh schon tot. Unser Vater. Er war wie einer dieser Blauen. Er konnte uns... hätte uns töten können. Aber er war nichts weiter als ein... nun ja... Gegner. Der nach einmal umfallen automatisch tot war. So, hier haben wir auch einen schönen Raum.
Ja, ein sehr schöner Raum ist das. Der schöne Wasserfall unter den Räumen, könnte man schon fast sagen. Der schöne Wasserfall und den Räumen, weil überlegt euch mal, das ist ja normalerweise eigentlich alles schön stabil und so. Da ist ja nichts eingestürzt und so. Jetzt stell euch mal vor, da geht nur so ein Weg lang. Wenn du jetzt da mal drauf stehst und du musst die Türen öffnen, du musst extra das Seil nehmen, gegen das springen und dann stürzt du runter, tot. Steh drauf. Au. Okay, sehr gut. Wieso ist das Teil nicht ausgefahren? Ha, ich hab das jetzt einfach weggeglitscht. Das wäre ein bisschen scheiße. Au! Ich will was testen. Da die Plattform. Ja, da ist keine Plattform. Dann müssen wir kurz mal das Spiel laden. Ich reiße euch mal kurz aus der. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist? Wie ihr wünscht. Wir haben es geschafft. Spiel zu glitschen. So. Natürlich zählt der Sand, den wir eben verbraucht haben, immer noch. Weil, das könnte ich als Schummeln betrachten. So. Hier wäre jetzt ein Speicherpunkt schön, aber nö. Da will ich aber einen ordentlichen Prozentanstieg beim Fortschritt. Mindestens 2¼%. Au!
What the fuck? Pfarrer? Seid ihr da? Seid ihr das? Hier bin ich. So. Pfarrer! Oh nein, die Dominas! Ich bin hier! Bleibt auf! Kommt zu euch! Oh, ich hab eure Dominas. Jetzt könnt ihr nicht mehr leben. Zuerst. Im engsten Raum gegen solche Gegner zu kämpfen, ist immer ekelhaft. Okay, bei der ist nicht schlimm, da rennt man einfach drüber. Bam, bam. Legt ihn nieder. Bam, bam. Au! Bei denen. Man ist immer noch dein bester Freund. Sogar bei den Gegnern, das ist toll, dann kann ich fast alle Gegner in diesem Raum auf dieselbe Taktik wegballern. Nett von dir, dass du deine eine Kollegin im Haus hast. Halt ruhig nochmal machen. Nochmal. 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 Und. Wie viele Sachen kommen da denn noch? Okay, ich weiß, es kommen noch Stellen, da kommen 10-mal mehr Gegner, aber... Trotzdem. Ein paar weniger wären auch nicht schlecht gewesen. Seid ihr da? So, dann gehen wir mal in den Sand rein und schauen, was als nächstes passiert. Wände einreißen. Vielleicht einen Wodka-Brunnen finden. Einen Wodka-Brunnen finden. Fahrer auf Schalter stellen. Und das waren 3%. Der Harem des Sultans. Gut. Okay. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Die Border des Sultans. Des Sultans. So. Erstmal alle Tücher, die über den Wänden hängen, absuchen. Ja, da ist eine Wand dahinter. Wo seid ihr? Da ist eine Tür dahinter. Farah? Bleibt dort! Ich komme zu euch! Könnt ihr mich hören? Ich bin hier drin! Ha.
Irgendwie teleportieren sich hier hin und wieder irgendwelche Monster dazwischen durch und durch. Boah, Sand für uns. Farah! Bisschen früh. Farah! Ich komme! Weil er mich auch den Brecher... Hi. Was habt ihr so lange gemacht? Ich habe nur den Palast bewundert. Laufen kann, dann Segler. Au! Mann, ich will gegen die Wand hüpfen! So ungefähr und dann Bams. Mastert? Nein. Sehr schön, natürlich kommt es gleich so rein. Was mir gleich nur noch frage ist, dass die Stadtwachen Waffen haben, ist klar. Verzeiht! Blauer. So, dass die Waffen haben, ist klar. Aber wieso haben die da Waffen? Haben die auch weibliche davon gehabt oder was? Mal laufen, bitte. Das nennt man Timing. Okay, Lichträtsel.
Schieberätsel. Schieberätsel in der Bibliothek anscheinend. Und der Turm. Tödes. Ja, wir wollen speichern und den Part beenden, denn Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Legend, Prince of Persia, Set of Time. Bis zum nächsten Mal und so weiter. Bis denn. Tschüss.